Okay. So, damit hätten wir zumindest in dieser Form unsere Drinklings abgeschlossen. Und ich weiß, es schreit förmlich danach und ich möchte es tatsächlich tun. Wenn wir schon hier sind, müssen wir einmal Karaoke spielen. Ja? Was ihr nicht wisst, falls ihr neu in der Yakuza-Reihe seid, Karaoke ist ein fester Bestandteil dieser Serie und muss natürlich in seiner Gänze ausgeschöpft werden. Aber wir spielen jetzt nur einen Song, versprochen. Schauen wir es uns mal an. Ja, okay. Sieht alles wie immer aus? Oh, wir können... Spielen wir doch einen bekannten Song. Oder ist der... Ah, der gehört dann zu uns praktisch. Dame, dame. Wobei... Den kenne ich so, glaube ich, nicht. Und wir machen natürlich gleich... Gleich hier energetisch. Um Gottes Willen. Ich hätte da vielleicht bedenken sollen, dass ich ja einen ganz leichten Delay auf diesem Monitor habe. Aber ihr sollt ja nur eine Idee kriegen. Sodachi. Ja nun. Den ganzen Tag lang Karaoke. Oh, wir müssen tatsächlich als Aufgabe erfüllen, Karaoke-Songs zu singen. So, jetzt habt ihr eine Idee in etwa, wie das aussieht und wie schlecht man das auch spielen kann. Beim nächsten Mal, wenn wir hier sind und wieder Drinklings haben, gibt es dann den nächsten Song. So. Was liegt denn noch an? Also, wir haben auf jeden Fall, wenn wir jetzt zurückgehen, das eine oder andere übrig. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt folgende Route. Wir gehen jetzt hier rüber. Und dann nehmen wir das mit und das mit. Und dann gehen wir zu unserem Ziel. Sofern dies die Möglichkeit ist. Ja. Ich finde das Ding gut. Oh, wobei. Hier ist doch der... Hier ist doch die Boutique. Gehen wir doch erstmal ganz kurz vorher noch in die Boutique. Just in case... Just in case und Justin Timberlake. Ja, das. Okay. Da müssen wir schon eher in den Fetischschuppen wieder gehen. Bist du raus? Okay. So.
Es wäre halt cool, wenn man die Overworld-Kleidung noch anpassen könnte. Das wäre halt an sich sehr, sehr cool. Aber das sind dann nur so kleine, nicht ganz so bahnbrechende Details. Wir wollen hier mit der Story weitermachen. Ihr steht uns im Weg. Boom, jetzt können wir wenigstens auch wieder ein wenig mehr Bindung aufnehmen. Das hilft uns ja. So. Ist halt aber auch belastend hier so dieses Riesenrohr, was hier so neben der Brücke lang geht. Aber nun. So. Na, es wäre schön, wenn sie uns nicht sehen. Das Taxi, würde ich sagen, aktivieren wir mal kurz. So. Oh, hier ist auch noch ein Quest. Das könnten wir auch noch mal ganz kurz mitnehmen. Na? Manchmal sind die Triggerpoints echt komisch. Scheiße, ich hätte heute nicht rausgehen sollen. Müsste dieser Teilzeitheld nicht längst hier sein? Ich bin da. Das muss mein Kunde sein. Zeit, Teilzeitheld zu spielen. Wollte doch nur einen Spaziergang machen. Stattdessen bedrohen mich die Leute jetzt. Warum passiert mir ständig so etwas? Ich bin zwar auf Yokohama Boulevard, aber ich sitze in der Patsche. Möchte dich nicht. Part-Time Hero ist hier, um zu helfen. Pff, tu nicht so cool. Vermögel dich gleich. Nimm mir das Geld. Nimm mir das Geld auch noch. Ja, gut. Das werden wir ja sehen. Oh, Level 23. Oh. Ja, nehmen wir uns erstmal den Großen da an. Obwohl, geht eigentlich ganz gut. Lange auf dem Boden legst, Hachan. Boom. Boom. Trotz, dass ich perfekte Deckung gemacht habe, tat es ihm sehr, sehr weh, habe ich den Eindruck. Es hätte schlimmer laufen können. Warum benutze ich denn eigentlich immer die teure Technik? Das wäre fast Verschwendung. Sachan kriegt das gleich hin. Oh, hat sich schon erledigt. Und wieder plus 5 Bindungen. Ja, gerade die Bindung dauert. Weißt du, erst war ich ja skeptisch, aber Part-Time Hero hält wirklich sein Versprechen. Die Welt ist durch euch viel sicherer. Wahrscheinlich bin ich so der einzige große Teilzeitheld hier. Boom. Dankeschön für das Geld. So. Dann können wir jetzt nämlich da vorne in die Straße einbiegen. Wäre halt schön, wenn wir den Nebel loswerden würden, aber... Aber wir arbeiten dran. So, um euch kommen wir ja leider auch nicht rum.
aber die... Die Level gehen langsam nach oben. So, Sachan kann ja mal... Wo ist er? Da ist er. Wirbelschlag, nimm dies, Bösewicht. Wahrscheinlich wäre es sinnvoll... mal gucken, vielleicht erwische ich den anderen mit. Yep. I did. So, weg mit dir. Boom. Hohoho. Jetzt gegen das Auto geballert. Nehme ich auch dankend so an. Bleib liegen! Autsch. Nimm dies. Wieder gucken, dass wir mal so ein paar Waffen auch organisiert kriegen. Boom. Und solange auf dem Boden liegt. Bums. Ja, die Bindungsleiste braucht seine Zeit. Ich merke schon. Oder ihre Zeit viel eher. Im Genitiv ist dem Dativ sein Tod. Oh, da oben ist noch eine Substory. Komm, die nehmen wir mit. Oh, da ist aber die Mauer im Weg, ne? Ah, da vorne ist ein Übergang. Dann haben wir den Nebel aufgedeckt, kommt. Wir haben sehr, sehr viel Story erlebt. Jetzt können wir ganz kurz mal uns auch um die, ich hätte jetzt beinahe gesagt, belanglosen Dinge des Lebens kümmern. Ich meine natürlich um die anderen wichtigen Dinge. Eine gute Tat. Gute Taten vollbringen, das wollte ich ursprünglich sagen. お仕事してて。そっか。大変なんだな。だから、
お父さんやお母さんが来れない分、私が頑張らないと。それに。 恵まれない子供たちのために、どうか募金を。募金お願いします。募金しちゃいます。ありがとうございます。あの人たちは、私と違って、見ず知らずの子供たちのために、みんなでお金集めてる。それってすごいことだと思います。だから、私ももっと頑張らないと。そうか。 Ort wird sie garantiert nichts bekommen. Ort wird sie garantiert nichts bekommen. Bitte lass mich nicht auswählen. Oh nee. Schwierig. Ich habe Angst, dass der Straßenkünstler sagt, dass wir ihm das, die Kohle wegnehmen, weil wir uns daneben dran stellen. Und bei dem Lokal, das sieht mir zu fischig aus. Oh. Entschuldigung. Ach. Hast du dich etwa verlaufen? Nein, ich brauche Geld für die Operation von meinem kleinen Bruder und dachte, vielleicht könnten sie was spenden. Das mit deinem Bruder tut mir leid, aber ich habe leider kein Bargeld dabei. Ich leider auch nicht. Ich zahle alles mit Karte. Schmeiß einfach die Karte da rein. Ich bin reiche Leute, lieben Kreditkarten. Sagen, sie hätten nichts dabei. Tut mir leid, das hätte ich mir denken müssen. Okay, nächster Versuch. Oh, wahrscheinlich ist alles drei nicht die beste Option. Ich will nicht das Lokal. Wir sind viele Leute, vielleicht können wir uns sein Rampenlicht kurz ausleihen. Hey, probier es doch mal neben dem Sänger da. Oh, okay. Oh, das gibt Ärger. Das gibt Ärger. Entschuldigung. Dem hört sie doch kein Mensch. Hat überhaupt keiner zugehört. Oh, das arme Kind. Tut mir leid, das war wohl kein guter Platz. Probieren wir es woanders, ja? Ja, gibt ja nur noch das Lokal jetzt. Der Laden da hat viele Kunden. Viele Eltern mit Kindern, das ist sicher gut. Versuchen wir es bei dem Laden da drüben. Oh, okay. Okay, mal sehen, ob das funktioniert. Okay, vielleicht war es doch die richtige Option. Oh, vielleicht auch nicht. Hey, das dürft ihr ja nicht machen. Hm? Es ist mein Laden. Ihr könnt hier keine Spenden sammeln, ohne es mir wenigstens vorher zu sagen. Dafür braucht man heutzutage keine Erlaubnis. Hätte ich mir denken können. Mein Fehler, das habe ich völlig vergessen. Hast du was dagegen, wenn wir uns vor deinem Laden stellen? Bitte, es ist für die Operation von meinem Bruder. Na, wenn das so ist, natürlich. Ich dachte, ihr werdet wie die Leute von vorhin. Aber wenn es wirklich an eine gute Sache geht, dann erlaube ich es natürlich. Oh, vielen Dank. Unsinn. Du machst den schwersten Teil, also viel Glück. Cool, wir haben die Genehmigung. Dann legen wir gleich wieder los.
Wow, das ist viel. Hätte ich gleich machen sollen. Siehst du, der richtige Standort ist das Wichtigste. Und hier darfst du stehen. Also ist das dein bester Standort. Ja, danke für die Hilfe. Ich bleibe hier und sammle weiter. Aber es ist sicher auch viel anstrengender, weil hier viel mehr Leute sind, oder? Ah ne, halt, das war Kasuga. Vielleicht wäre der Chef da als sonst. Aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was Makun durchmacht. Oh. Makun? Ach, dein kleiner Bruder. Ja, er freut sich schon drauf, wieder mit mir und Mama und Papa in den Vergnügungspark zu gehen. Klar, verstehe ich. Dann sorgen wir dafür, dass er das auch kann. Ja. Oh, ich muss bald nach Hause. Vielen, vielen Dank für deine ganze Hilfe. Wie niedlich. Oh nein, mit Sicherheit passiert dem Kind mit so viel Geld was. Nein, lass das Kind nicht alleine weggehen. Oh, hey, ich wusste nicht, dass du hier bist. Ja, ich wollte nicht stören. Entschuldige wegen vorhin. Ich dachte, ihr würdet mir den Typen da drüben unter einer Decke strecken. Den da? Sag doch, das ist Fischi. Sieht das, als würden die für irgendeinen guten Zweck sammeln, oder? Stimmt was nicht? Ich habe keine Beweise, aber ich glaube, sie sammeln das Geld nur für sich selber. Es ist nur ein Gerücht. Aber das wäre doch schrecklich, oder? Vor allem, wenn sie Kinder in Not als Köder missbrauchen. Ich dachte, ihr Zwerg macht da vielleicht auch mit. Ernst? Ja, da lag ich wohl falsch. Ihr dürft gerne von meinem Laden sammeln. Wollte ich nur kurz sagen. Also, bis bald. Das Gericht über diesen Typen, das stimmt. Nee, das kann warten. Sollte mal nach Megumi sehen, wenn ich Zeit habe. Heute hat Kasuga die kleine Megumi kennengelernt, die verzweifelt versucht, für ihren kranken Bruder Spenden zu sammeln. Entschlossen versucht Kasuga, ihr unter die Arme zu greifen. Allerdings ist das Ganze mit einigen Schwierigkeiten verbunden. Was das genau bedeutet, das erfahrt ihr dann beim nächsten Mal. Da gibt's schon eine ganz kleine Vorschau auf das, was euch dann erwartet. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mich das doch gerne wissen. Bis dahin. Ciao, tschüss.